Roger, 541 Taxi. Piper 2 taxing. Das Chassis ist repariert, 30 Sekunden. Viper 2 running short runway 27. Viper 1, landing off. Viper 1 take off runway 27. Viper 2, take off runway 27. Viper 2, gear up. Nachbrenner raus bei 400 Kilo. Ich mach right turn. Ich mach right turn Richtung Skip 1. Solltest du mich ganz gut abfangen können. Ich hab auch dank Data Link Visual auf dich. Ich nehme Skiufer runter auf 10.000, bin jetzt 4.700 Fuß hoch. Dann geht diesmal einmal den Anblick. Okay, ich bin gleich an deiner Seite, dann fliege ich dir einfach hinterher, mehr oder weniger. Roger. Ich habe auch Nails, 11 Uhr. Und diverse Search Raiders, ne? Ja. Also du wechselst jetzt schon mal die Seite, die nächste wird nach rechts. Mhm. Yes. Nach 7.
Turn right. Pushing steer flank. Ganz kurz, mein Weapon-Laser-Code ist 1688 laut Nibord. Oh, meiner ist 1688. Aber du hast die erste genommen, ich hab die zweite jetzt. Ich hab die untere genommen. ich hab okay, gedacht, das ist Viper 2. Ja, ja, dann ist das durcheinander. Hab ich auch gedacht, bei mir seid ihr jetzt hier. Viper 1-2 bin ich jetzt, aber ist egal. Ja. Für mich bist du Viper 1. Oh. Fuel State 8.8. Fuel State 8.8. Wenn du Fenster ingehst, musst du deine Lichter ausmachen. Ich dachte, ich kann echt nicht das machen, ne? Aber ausmachen, das ist eher genug, ne? Jo. Mal gucken, vielleicht kann der Target-Pod gleich was entdecken. Ich bin schon auf dem Ziel drauf. Hast deine J-Source eingeschaltet? Nicht so wie ich beim letzten Mal. Ja. Ich hab Visual aufs Zielgebiet. Und dann Akelia mal. Groß ist es ja nicht, ne? Ja, ich hab die Silkworms gefunden. Okay. Also ich sehe das auch schon mit den Augen, ich sehe den Qualm von dem Schiff. Aber wir brauchen die Flugabwehr. Ja, ich habe mal einen Markfeind draufgesetzt.
Aber wir müssen hier trotzdem unter die Wahlkirche fahren. Okay, kann ich Formation auflösen? Yes. Turning hot. Yes. Ich gehe auf deine linke Seite, nur dass du Bescheid weißt. Roger. Turn right. Und ich gehe unter die Häuser. Ich hab die erste Anstellung und Zeit. Okay, go for it. Ich nehme die SA6 und zieh hier. Ich hab die jetzt lang bis zum 200 Fuß quer auf die gleiche Stellung. Being painted. So. Ich bin jetzt Mark 09 und bin jetzt gleich in Range. Feuer 2. Nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die Rapier. Ja, die müssen auf einem Fleck stehen. Sagst du Bescheid, wenn du raufhaust? Ja, das muss die sein. Muss die sein, warte. Turning hot. In range. Ich muss feuern. Pathway. Pathway. Turn code. Turn left. Zurück zu Steer Point 3. Okay. Check. Oder copy. Also der Jammer hat gerade echt was gebracht. Der hat dreimal den Lock auf mich verloren, sonst hätte ich direkt schießen können. Ich war auf 20 Mann. Katan, an Weg zu Japan 3. Ich bin immer noch am Knobeln, ob das wirklich die Rapier-Stellung war. Ich guck mal zu. Ne, das war die AAA-Stellung, Volltreffer. Gut. Auch nicht schlecht. Okay, dann nochmal hot und nochmal gucken, ob noch irgendwas an ist, ja?
Okay, ich mache aber einen Right Turn und gehe dann erst hot. Roger, Roger. Ich bin eh gerade hinter DQ3, also bei mir ist egal. Kannst du da irgendwas erkennen? Also was das Rapier angeht? Ah, das sind immer noch was aktiv auf der rechten Seite. Rechts von dem Checkpoint. Von dem Searpoint oder wie? Ja, genau. Also ja, rechts von dem Checkpoint. Du hast den Hafen, du hast die große Lagerhalle, dann weiter rechts und da kommt eine Straße, da ist ein Checkpoint und davon dann rechts. Da steht noch eine Kuppe, da dreht sich das Radar sogar noch. Warte. Rechte Teil des Hafens. Hab die Kupp. Genau, da nochmal drauf. Ich schau da auch nochmal drauf, aber diesmal quer. Lock, erster Zug. Und jetzt gleich in Range. Jörg, bist du weg? 8 Sekunden bis in Zielbereich. Kontakt. Burner. In Range. Dann auch raus. Halfway. Turning Code. Left Turn. Halfway. 2 times. Turn Codes. Yes. 22.000 Fuß. Ich hab noch zwei. Du hast noch zwei? Yes. Ja dann mach den Gönnerbi. War bündel die Meinung, versucht die Silkor. Warst du 50 Fuß? Nee, negativ. Hab ich nicht mehr. Wir sind beide zur gleichen Zeit rausgegangen. My bad. Ja, sonst kannst du keine Separation einstellen, ne? Ja, logisch. Mit dem TGP drauf. Ja, First Impact muss jetzt gleich kommen.
Messer 6 Coup destroyed. Overlord 1-1. Dodge 1-1. Request bogey dope. Wenn er jetzt noch irgendwas schwach, dann ist es auch tot. Ich habe Confirmation auf SA 6 Kill. Ja, ausgezeichnet. Ich bin in Left Hand Pattern und Steel Country auf 22.000 Fuß mit Mach 0,92. Joining up, kannst du auf Weg Punkt 2 gehen. Turn right. Viper 2 hast Heli on Vision. Viper 1. Overlord 1-1. Pop-up group 341-470. Bandits. 336, 470, 3000 called. Die sind von einer der Inseln gestartet. Ich versuche, wir müssen die nicht holen. Wenn die 70 weg sind, bis dahin sind wir schon längst über alle Berge. Gut. Viper 2 fence out, view state 6.1. Viper 1 fence out, view state 6.0. Staffelführer, was machen wir mit den Bandits? Ui, das sind kranke Bastarde. 450? Ja, das geht nicht. Das stellt eine Bedrohung für die Arabischen Emirate da auf den Sack. Luftwalle einnehmen. Fans in. Pew State 5.6. Und break right. Contact.
Dodge 1-1. Target locked. Lord 1-1. Bra 342 450 at 35,000. Hot. Drop tanks. Target locked. Soll ich den ersten oder den zweiten? Ich nehme den linken. Ich nehme nur noch einen. Okay. Ich nehme den rechten. Copy. Viper 2, Fox 3. Selective. Wische verloren. Overlord 1-1, Dodge 1-2, request bogey dope. Er ist auf 23, fliegt aber weg von mir. Overlord 1-1, Dodge 1-2, request bogey dope. Okay. Hast du sie? Hab sie, ja. Ah, oh, gut. Dann, steer for fun. Check. Auf 22.000 Fuß.
Alpha One Taxi. Runway 27. Alpha 2 taxiing runway 27. Viper 1, line up, runway 27. Viper 2, holding short, runway 27. Ist ja eh nicht um die Steine, ich kann nicht aufweigen mit diesem Scheißlicht. Papa 2, check off checklist complete, lining up, runway 27. Sollte ich mir auch machen. Papa 1, check off, runway 27. Viper 2, take off. Viper 1, turn right. Q-Flow 10.000, Switch 5 Grad, Graph 0,65. Viper 2 Airborne, gear up. FFK 8.000. Wiederhole nochmal. Ups, dann Q-Flow auf 8000. Ja, ist gut. Ah ja, ich werde PPH. Sowieso schwer drüber zu kommen, ich bin jetzt schon bei 8,4 und ich bin auf Maxmill. Ja, ja, immer wenn ich im Eile bin, nehme ich den um 1000 zurück. Wo steigst du am schnellsten oder bei den tiefsten? Die Wolken haben sich verändert, oder? Ja, sind noch schöner geworden, Arena. Aber auch dicker. Ich habe
aber noch nicht. Ich glaube, das kommt auf die Wolke an. Ich glaube, das kommt auf die Wolke an, dass sie überschließt. Ich meine, neulich ein bisschen in Falkland rumgeflogen. Trainingshalber. Da war Regen eingestellt. So manche Wolken, da habe ich mein Party nicht gesehen. Und wenn die ein bisschen dünner war, habe ich sie sehr, sehr gut gesehen. Also ich glaube, das kommt jetzt echt auf die Wolke an. Ja. Okay. Pushing. Skip point 2. Turn right. Skip point 2, turn right. Pushing 4.3. 4.3. Target area inside. Ja, ich auch. Ich sehe noch einen Kuppstarter, aber ohne Radar. Zwei Kuppstarter. Aber die sollen nicht unser Primärziel sein. Nö, die haben auch keine Chance. Die tracken uns nie. Okay, ich würde sagen, erstmal eine Hochwärtsziel, das Schiff. Das Schiff, das U-Boot. Seekorb und einer aufs Gebäude. Okay, einer auf Schiff, einer aufs U-Boot, eins aufs Gebäude und eins auf die Silkworms. Korrekt. Okay, dann nehme ich das U-Boot und die Silkworms. Roger. Dann nehme ich das Schiff und das Gebäude. Target in Zeit. Going north. Turning hot. Ich habe eine SA-8 ausgemacht, da steht eine SA-8. Die ist nachgerückt. Also über 18.000 bleiben. Kriegen wir hin. Dann schmeiße ich zuerst eine auf das Haus und hoffe, dass die SA-8 mitnimmt. Okay, so machen wir das. Ich bleibe auf dem U-Boot. ...1.33 bis Abwurfzone. 1.20... ...26. Bin auch auf deiner Rechten. Ich gehe noch ein bisschen niedriger jetzt.
Schuss von Heike runter. In range. Halfway. Halfway. Hätten wir schon wieder beide abgeworfen, ich fass es nicht. Naja, gut. Bei mir auch, wie kann das denn sein? Ich glaube, das ist ein Bug gerade. Dann ist es so. Ja, normaler, du kannst auch den Release Angle gar nicht einstellen. Quatsch, die Release Quantity kannst du nicht einstellen. Das sind immer Single Releases. Auf Perf geht das, ne? Aber vielleicht ist das vertauscht, oh, ja. Aber was soll's. Auf jeden Fall steht da unten vielleicht nichts mehr. Wir kriegen Besuch. Good hits on target. Good hits on target. Overlord 1-1, Dodge 1-2, request bogey dope. Roger, unter 30, Zeit 23:12. R2R. Thanks. Klein. Welchen willst du? Nimm den linken. Okay. Nimm ich den auf 17, rechts. Ja, ich nehme den auf 30. Roger. Target Block. Target Bugged. Viper 2, Fox 3. Ausgezeichnet. Bis auf das Ding jetzt zwei Bomben geschmissen hat, war das ein gewisser Erfolg, ja. Ja. Einige Sachen kann ich mir nicht erklären. Ich kann da meine Fuel Tanks nicht jettisonen. Das ist seltsam. Stimmt, weil du die eben ohne Grund abgeworfen hast, hat den selbst bestraft jetzt. Nee.
weiß, woran das lag. Ich war im Missile Override Mode. Ja, dann geht das nicht. Turning to runway 27. Final. Get out. Pepper 2, 9 miles out. Miles out, get down. Out. Dodge
Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 025, 4-130, at 30,000, cold. Dodge 1-2, taxi to parking area. Runway clear. Dodge 1-1, request landing. Dodge 1-1, check landing gear. Wind 219, at 2 meters per second. Runway 27. Aber zu Touchdown. Really nice, really. Hast du die Airbrake nie ganz raus, wenn du landest? Also ich hab die immer auf. Doch. Doch, eigentlich schon. Also im ganzen Landeanflug ist die offen. Ja. Das finde ich auch. Das war mal richtig. War mal richtig professionelles Fliegen. Ja, Gott sei Dank, keine Ahnung, dass das ein Doppelpickel ist, ne? Aber ich wollte jetzt auch keine GPU GPS-Gelenk mitnehmen, weil die wäre bestimmt daneben geflogen bei so einem Schiff oder so. Das wäre schade gewesen. Ja, Schiff geht. Ist wahrscheinlich groß genug. Wir haben ja selbst den Test gemacht, dass der für Panzer oder für irgendwelche Flakstellung ist das zu unpräzise, ne? Also. Das wäre auch GBU2, hätten wir auch mitnehmen können. Ja, Helfer. Ja, naja. Aber hat doch gut geklappt, also. Ja, fand ich auch, ja. Ich würde zukünftig auch den Pathway 2 bevorzugen. Ja, ich lese mal. Ich meine, zwei Bomben dann abschmeißen, das ist ja in Ordnung, weil die hatten echt eine brutale Wirkung da, ne? Ja,